Hallo, hier ist der Profi-Metzger Ralf. Heute will ich Ihnen zeigen, wie ist das ein Schwein, ist ein Bio-Schwein, ist ein leichtes Schwein, eine Tomahawk-Steaks machen wir. Dazu werde ich den Bauch mit den Rippen sie auslösen. Psst, so läuft der Gerätverlauf. Dafür schneide ich jetzt die Bauchrippen an. Bis daher werde ich sie schälen. Dann werde ich das Ganze mit der Knochensäge den Grat wegschneiden. Schauen Sie, schauen wir mal mit dem Messer an. Ich brauche 13 Stück. Wenn wir das bis hierher machen, gell? Das ist eh nichts. Sie müssen schauen, dass ich da nicht so tief reinkomme mit dem Messer. Gerade die Beinhaut ein bisschen anstellen. Da den Ding freilegen. Probieren wir, vielleicht geht sie schon ein bisschen zum Brechen. Jawohl. Jetzt lege das da hin. Dann nehme ich da den Rippenzieher. Das passt. Das habe ich bis zum Und da muss ich drunter rein, sonst. Ganz genau richtig angeschnitten. Na, da müssen wir nicht ganz. Das ist. Da fällt es auch ein bisschen. Jetzt haben wir das soweit. Jetzt schneide ich den Bauch so weg, so wird es wohl viel Spaß so. Das ist der Bauch. Bis daher schneiden wir den Schopf da weg. Dann schneiden wir da das Filet raus. Dann stellen wir hinten das kurze Karree weg. Jetzt nehmen wir die Knochensäge, daher das Grat an.
Das wird schon passen. Jetzt ziehe ich das. Jetzt ziehe ich es geregelt ab. Da vorne her. Das ist ja sehr, das ist ja ein sehr dünnes Karriere, sehr, das hat sehr wenig. Das ist aber ein bisschen schwerer, wenn so, wenn da so ein Schwarten drauf ist. Das, wenn es ein bisschen dicker ist, das Karriere, tut man sie leichter. So, jetzt haben wir es da abgezogen. Da hängt ein bisschen Bullen drauf. Jetzt schämen wir es da noch ein. Und da haben wir es über das Säge eingeschnitten. Da haben wir aufgepasst, dass wir da nicht tief ins Fleisch kommen. Wenn ich mit der Handsack mache, geht es natürlich genauso. Schatz. Da ist ein bisschen Fleisch draus, wieder weg. Das können wir vernachlässigen. Wegschmeißen. Da schauen wir jetzt eine Tomahawksäge an. Schauen Sie. Und da hat man die schönsten Tomahawksticks. Ist so ein schönes Stick. Und es ist einfach nicht schwer zu machen, das kann man ohne weiteres so machen das. Also. Mixen. Da stellen wir jetzt ein bisschen grad, damit es gleich dick ist. So. Dann haben wir das. Das nehmen wir jetzt fürs Verschierte. Aufpassen, dass keine Knochen drin sind. Das passt alles. Das passt alles. Schauen Sie, wenn wir jetzt anschauen, haben wir da schöne gleichmäßige Tomahawksticks. Die sind jetzt schon vom Nacken oder vom Schopf dabei. Nur wie gesagt, ich brauche 13 Stück. So ist der Auftrag. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14 haben wir ausgebracht. Aber schauen Sie, es ist schön, der Knochen ist schön sauber, gell? Das ist ein schönes Steak. Da haben wir jetzt noch den Bauch, den tun wir weg. Sollte Ihnen das Video gefallen haben, bitte abonnieren Sie mich, Ihr Profi Metzger Ralf.